Er ist hier zum ersten Mal auf dem roten Sofa, der Mann, der die Hunde versteht. Martin Rütter kann alle Fragen beantworten, die es überhaupt gibt zum Thema Hunde. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin. Hat lang gedauert. Wir haben ja viele Termine bekämpft, aber jetzt bin ich da. Endlich. Martin, wie oft bist du heute schon angesprochen worden mit irgendwelchen Hundefragen? Tatsächlich heute zweimal im Hotel. Und das ist mal ganz lustig, weil das sind immer so zwei Komponenten. Das startet immer mit, ich habe mal eine kurze Frage oder ich weiß, es ist gerade schlecht. Und egal, was du sagst, die Frage kommt trotzdem. Und meistens ist die auch sehr, sehr lang. Was war denn die allerschlimmste Situation, in der du jemals auf das Hundethema angesprochen wurdest? Im Prinzip einmal bei einer Operation. Das heißt, ich war noch bei vollem Bewusstsein, aber ein Arzt hat an mir rumgeschnibbelt und währenddessen permanent von seinem Hund erzählt. Das war auch noch hier rumgeschnibbelt? Das war unten rumgeschnibbelt sozusagen. Und das ist nicht schön, wenn er mich zu dem Thema dann vollquatscht. Und ich habe ihm gesagt, bitte, bitte, reißen Sie sich zusammen, das ist ein wichtiger Moment für mich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein Routineeingriff. Ja, für dich, für mich nicht, bitte. Ne? Und so. Und er hörte nicht auf. Aber der eigentlich schlimmere Moment war in einer Sauna im Skiurlaub. Also hat mir wirklich eine junge Frau auf die Schulter getippt und gesagt, ich weiß, gerade schlecht und ich habe eine kurze Frage. Und du willst dich in Luft auflösen in dem Moment natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Der Mann muss auch manchmal ganz schön leiden. Aber jetzt zur Einstimmung für Sie erstmal ein paar Fakten über den Dogfather von Nico Schraler. Wenn zu Hause bei ihm im Rheinland die Sonne aufgeht, wartet jede Menge Arbeit. Schon tausende Hunde haben seine Schule durchlaufen. Das heißt, vor allem ihre Halter. Erste Frage, wer geht hier mit wem Gassi? Das Hauptthema Kommunikationsmissverständnis. Also Sprachunterricht, Hund Deutsch, Deutsch Hund. Ansonsten wird's gefährlich. Aus! Oh Mann! Anfang der 90er erkennt er die Marktlücke, Hundetraining. Er befasst sich mit Tierpsychologie und entwickelt seine Trainingsmethode. Seit 2003 therapiert er auch im Fernsehen. Triebenes kleines Luder. Er denkt von sich selber, glaube ich, dass er sehr klein ist. Seine Mission? Eine harmonische Beziehung von Vier- und Zweibeinern. Prominent oder nicht. Er ist der Hundeprofi. Und den gibt's auch live auf der Bühne mit seiner Tournee. Könnte bei der aktuellen Wetterlage mein Bassett wegfliegen, ja. Bisher 1,5 Millionen Zuschauer, nicht nur Hundehalter. Jetzt mal ohne Witz, was treibt euch denn hierher, wenn ihr gar keinen Hund habt? Martin Rütter. Totaler Irrsinn. Aber wie sympathisch, dass du gerade sagst, es ist für dich selbst noch merkwürdig zu sehen, wie viele Menschen kommen. Ne? Das ist total irre, weil für mich hat sich ja privat so nichts verändert. Und wenn ich auf so eine Bühne komme, ist das für mich eigentlich egal, ob da 500 Leute sind oder 11.000. Mir wird das immer beim Abbau bewusst, weil die Jungs fahren da mit den Gabelstaplern da durch, der 40-Tonner kommt in die Halle gefahren und dann denkst du, okay, waren viele Menschen. Und wenn ich das jetzt so von außen betrachte, ist das für mich immer noch total schräg. Tja, Wahnsinn. Martin, wir haben ja Hunde im Studio, zu denen kommen wir später. Ich habe mich nur gefragt, wo sind deine eigenen? Du hast ja auch zwei Hunde, wo sind die jetzt? Normalerweise sind die immer dabei, jetzt bin ich aber mit dem Flieger hier. Und die eine, die alte, da habe ich gerade ein Foto gekriegt, die liegt tatsächlich zu Hause vorm Kamin. Das ist wirklich ziemlich schräg, aber sie ist sozusagen feuersüchtig. Ach, ne, das Bild im Hintergrund ist ein heißer Kamin. Ja. Und die Abby, die rutscht so nah mit dem Hintern an den Kamin, dass die so heiß wird, dass ich die manchmal wieder wegschiebe. Ne? Die kommt aus Afrika. Das heißt, die hat keine Unterwolle und die liebt Hitze. Das ist aber jetzt nicht, einer von den beiden Hunden ist dir doch zugelaufen. Der kamst du doch ganz plötzlich wie die Jungfrau zum Kind. Ja, das war der andere. Ne? Das war die andere, die saß einfach bei mir vor der Tür und hat gesagt, okay, alles klar, an der Stelle, hier ziehe ich ein. Und dann habe ich recherchiert, wem gehört der Hund und habe ihn immer wieder zurückgebracht. Und sie ist penetrant immer wieder gekommen. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass da, wo sie lebt, dass sie es wirklich nicht schön hat. Die Leute haben die zum Teil 15 Stunden am Tag alleine gelassen, sind mehrere Tage nach Mallorca geflogen, haben den Hund einfach da gelassen. Eigentlich verrückte Menschen, muss man sagen. Und deshalb war die auch zu Anfang schwierig. Mhm. Also die hat zu Anfang auf der Tour die Garderobe in Einzelteile zerlegt und so Späße. Aber jetzt ist sie 2 Jahre da und ist wirklich ein tolles Tier, muss man einfach sagen. Du hast eben im Einspielfilm gesagt, das Kommunikationsproblem ist das größte, ja, zwischen Mensch und Hund. Was ist denn das Grundlegende, was da falsch läuft? Ja, die Menschen haben immer menschliche Betrachtungsweisen. Das heißt, wir leben mit einem Hund so eng, dass die Grenzen verschwimmen und man irgendwann nicht mehr weiß, das ist ja ein Hund. Und dann reden die Leute in ganzen Sätzen, ne? Ja, guck mal, der Papa kommt von der Arbeit nach Hause und so. Und die Leute glauben, der Hund versteht das.
Und ich habe mit der Kundin mal auch vor laufender Kamera so ein Experiment gemacht. Sie hat mir ernsthaft gesagt, der Hund würde wissen, wenn sie sagt, der Papa kommt nach Hause, rennt er zur Tür. Und sie stand immer, oh, guck mal, der Papa kommt nach Hause. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt stellst du dich vor den Hund und sagst, so komm, wir fahren zum Tierarzt ab zum Einschläfern. Und der Hund wumm, auch zur Tür. Ist aber kein suizidgefährdetes Tier, sondern der Hund achtet viel mehr auf die Körpersprache und auf diese Intonationen. Aber die einzelnen Wörter sind dem Hund wirklich piepeschnurzegal. Und wie häufig gibt es auch Missverständnisse insofern, als der Mensch einfach falsch deutet, was der Hund macht? Zum Beispiel Schwanzwedeln. Also ich habe immer gedacht, wenn der Hund einen Schwanz wedelt, dann ist alles in Ordnung, dann ist der fröhlich. Und das ist ein Riesenmissverständnis. Tatsächlich glauben das auch viele Hundehalter. Aber Schwanzwedeln bedeutet Aufregung. Diese Aufregung kann aber sehr ängstlich sein, sehr fröhlich, aber auch sehr aggressiv. Beispiel immer wieder, du siehst einen Dackel vorm Mauseloch und der starrt in das Mauseloch und der Schwanz geht so. Mhm. Versprochen, der wird nicht freundlich zu der Maus sein. Also ich muss gucken, wie ist der ganze Körper? Und da kann man als Faustregel sagen, je weicher der Hundekörper ist, je mehr Freundlichkeit ist da. Das heißt also, wenn ein Hund stocksteif steht, der fixiert dich, senkt den Nasenrücken ab und die Rute, der Schwanz schwingt so als Verlängerung des Rückgrates. Dann ist wirklich Alarmstufe rot. Wenn der ganze Po mitwackelt, sagt er, komm rein, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Also das gesamte Paket muss man immer betrachten. Wie ist es mit Bellen? Es gibt doch diesen uralten Spruch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja, während sie bellen, beißen sie nicht. Dann bellen sie ja. Das kann vor allem natürlich, es gibt ein ganz freundliches Bellen, es gibt ein ängstliches, ein unsicheres, ein aufgeregtes, aber es gibt auch ein warnendes Bellen. Und wenn ein Hund am Zaun steht und macht buff, so ein tiefes buff und nicht besonders aufgeregt ist, dann sage ich immer, alles gut, da gehe ich nicht rein. Ein Hund, der hochfrequent bellt, wef, 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 auch ein großer Hund kann so hell bellen, dann kannst du schon sagen, okay, er ist unsicher, er ist überdreht und da passiert eigentlich nichts. Mhm. Martin, wir haben so ein paar stellvertretend für viele ein paar Fragen auf der Straße gestellt, natürlich an Hundehalter. Und den Anfang macht die Kollegin Susanne Hamann. Kennen Sie vielleicht von Herr Fremi und Susanne von Enjoy? Wenn hier gegrillt wird, wird der im Moment nicht, bei dem Wetter kein Wunder, dann geht er wirklich zu den Leuten und klaut die Würstchen vom Grill. Und ich habe es versucht, ihm abzutrainieren. Ich habe es nicht hingekriegt. Und der ist mittlerweile 8 Jahre alt. So, was läuft da falsch? 3/4 der Zeit bist du als Hundetrainer damit beschäftigt, einem Hund abzutrainieren, was er ganz normal findet. Und ich meine, du kannst nicht eine Katze auf den Speck binden und hoffen, die leckt nicht dran. Und das Thema ist ja Rückrufbarkeit. Das Thema ist da gar nicht die Wurst. Sie hat das Problem bei der Wurst. Ich wette aber, dieser Hund ist auch in anderen sehr reizvollen Situationen nicht gut abrufbar. So. Aber auch bei meinen Hunden, wenn ich die auf den Grill loslasse, dann würden die sich bedienen. Aber die sind relativ gut abrufbar. Ich rufe die vorher weg, also da liegt wieder der Halter. Oder ist der Halter wieder das Problem? Der muss dem Hund beibringen, wenn ich pfeife oder rufe, ist der Hund da. Das Thema Essen ist ja auch ein riesiges, weil viele Hunde eben überhaupt nicht verstehen, wann sie was vom Tisch bekommen und wann nicht. Mal dürfen sie nicht. Wie hältst du es da? Oder was ist das Beste? Ja, in meinem Fall, also erstmal muss man sagen, einen Hund vom Tisch zu füttern, ist nicht die Todsünde, die man immer so glaubt. Nur, wenn ein Hund regelmäßig gefüttert wird am Tisch, stellt er sich natürlich mit an beim Essen und sagt, ah, alles klar, Mama macht die Spülmaschine auf, ich sitze schon mal da. Ich kann das aber nicht gebrauchen. Meine Hunde sind immer mit auf Tour. Ich gehe in Restaurants, in Hotels. Und wenn die beiden jetzt hier säßen und würden schon mal den Tisch voll sabbern, das geht ja nicht. Das heißt, wenn ich will, dass mein Hund auch unterwegs im Restaurant halbwegs normal ist, dann kann ich den nicht am Tisch füttern. Wenn man aber sagt, ja, ich will das ja sowieso nicht, dann füttere am Tisch. Eine Kollegin sagte eben, unser Hund, der darf nur sonntags eigentlich. Also kriegt er was. Wir so schön beim Sonntagsfrühstück sitzen, aber sonst nicht. Aber das versteht er nicht. Das würde er sogar verstehen, wenn das Sonntagsritual immer dasselbe bleiben würde. Ja. Das heißt, wenn der Hund zum Beispiel erleben würde, immer nur sonntags, gibt es die und die Speisen oder die Zeitung liegt immer sonntags da, dann könnte er das lesen. Ich habe gerade einen Hund im Training, der kann gut alleine bleiben. Frauchen kann den alleine lassen. Föhnt die sich die Haare, rastet der Hund aus, weil er weiß, jetzt bleibt sie eine ganze Nacht weg. Ah, okay. Also Hunde können so Rituale sehr schnell lesen lernen. Ja. So, wir haben den nächsten mit einer Frage. Da sieht man es schon. Das Problem ist, dass es schwerfällt, mit jemandem alleine zu gehen, ohne dass er aufhört zu ziehen oder auf Fahrräder loszugehen. Zwei Probleme. Fahrradfahren ist das Thema. Alles, was sich schnell bewegt, ist für junge Hunde spannend. Mhm. Also wenn du einem Welpen irgendwie ein Söckchen vor der Nase hältst oder einen Ball kullerst, rennt er hinterher. Beutefangverhalten. Mhm. Da muss man Alternativen schaffen. Das ist beim Fahrrad relativ leicht. Ich mache einen Hund sehr heiß auf ein Bällchen oder auf ein Leckerchen. Irgendwas, was sich schnell bewegen kann. Ja. Das Spannendere ist das Leineziehen. Die Menschen bringen aus Versehen den Hunden bei, an der Leine zu ziehen, ohne es zu wissen. Einen Hund anzuschnauzen,
ist auch Aufmerksamkeit. Und was machen die Leute? Die gehen mit dem Hund spazieren, sagen die ganze Zeit nichts. Der Hund läuft ganz normal mit ihnen mit. Die tippen im Handy, die telefonieren, die quatschen mit den Leuten. Der Hund läuft gut an der Leine, niemand redet mit ihm. Jetzt zieht der Hund das erste Mal an der Leine und sofort sagt jemand, nein, pfui. Und der Hund, ah, sie lebt noch? Sehr gut. So funktioniert mein System. Ich ziehe nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und der Hund lernt, ich kriege Aufmerksamkeit für Ziehen an der Leine. Und deshalb ist da der banale Ratschlag, nur keiner tut es, bleib stehen, wenn er zieht. Und sobald er nicht zieht, finde ihn toll und bespaß ihn und lieb ihn wie verrückt. Das tun die nur alle nicht, weil das Thema Leinenführigkeit, das dauert schon einige Wochen, bis es gut funktioniert. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, ich verstehe das, aber so brauche ich für die 300 Meter zum Bäcker 15 Minuten zu Anfang. Ich möchte das nicht. Und sagen, ja gut, dann lieber zum Osteopathen irgendwann, das ist dann auch okay. Also Bequemlichkeit, ne? Ja, na klar. Viele Erziehungsprobleme sind natürlich Bequemlichkeit. Mhm. Wir haben noch einen mit einem kleinen Erziehungsproblem. Krümel. Krümel, komm. Hierher. Komm, hierher. Das Problem ist, dass er eigentlich auf Zuruf nicht kommt. Wir haben ja auch allerdings keine große Hundeschule mit ihm gemacht. Auch da wieder die spannende Frage. Ich muss ja immer, das ist auch das Konzept im Training eigentlich, ich muss immer mich in die Rolle des Hundes versetzen. Und jetzt muss man fragen, warum sollte dieser Hund zu diesem Menschen kommen? Was hat der eigentlich davon? Die Leute gehen hin, Bello hier, irgendwann kommt er, ja so ist brav, Leine dran, ab nach Hause. Das heißt, die Leute leinen den Hund ab, dann kann er frei toben und am Ende leinen sie ihn wieder an und dann geht's nach Hause. Der Hund lernt, ich wäre schön blöd, wenn ich zurückkomme, weil dann ist der Spaziergang vorbei. Und deshalb ist ein Ratschlag immer gerade zu Anfang, wenn man den Hund neu hat, alle paar Minuten, ein, zwei Minuten bin ich in der Nähe des Hundes, ruf ihn, lock von mir aus, auch mit dem Leckerchen, völlig legitim, leine den Hund kurz an, dann kriegt er noch ein Leckerchen und darf wieder frei laufen, sodass der Hund lernt, zurückrufen ist was Positives, es passiert was Spannendes, man spielt mit mir, ich krieg Futter, aber dann darf ich auch weiter toben. Ja. Die Leute machen es nur nicht konsequent. Ist es denn eigentlich, die Konsequenz ist ja das A und O, schwierig. Bei den Kindern ja genauso. Ja, ist es denn eigentlich wünschenswert, dass ein Hund immer aufs Wort gehorcht und alles genauso macht, wie ich das will? Nein, das ist auch gar nicht realistisch. Es gibt keinen Hund, der eine 100-prozentige Verlässlichkeit hat. Bei mir denken die Leute ja immer, ah, die Hunde vom Rütter, die wecken den morgens um 6, dann springen die durch den brennenden Reifen und sagen, ich bin soweit. Das ist Quatsch, das sind im positiven Sinne gemeint stinknormale Hunde. Das bedeutet auch, dass es Situationen gibt, wo ich genau weiß, wenn ich die jetzt ableine, dann habe ich ein Problem. Und ich sehe das zum Beispiel bei der Abby, die ist sehr jagdlich orientiert. Dann steht die da und dann merke ich schon, die schnüffelt zweimal zu lange in der Luft. Dann geht die Nase auf den Boden und jetzt habe ich noch 10 Sekunden. In der Phase kann ich sie zurückrufen. Wenn die einmal Fahrt aufgemacht hat, dann ist die im Jagdmodus. Das bedeutet also auch, ich muss als Hundehalter meinen Sozialpartner Hund beobachten. Ich kann nicht mit einem Raubtier durch die Gegend rennen, telefonieren und hoffen, ach, wo ist er denn? Das geht nicht. Es gibt keinen 100% verlässlichen Hund, keinen. Mögen Hunde eigentlich Abwechslung? Also haben die einen Anspruch an die Gestaltung eines Tages? Das kommt auf den Hund sehr stark an. Also die Alte, die Abby, die ist so drauf, dass sie sagt, boah, am allerliebsten jeden Tag dasselbe. Viel fressen, viel schlafen, nochmal fressen, nochmal schlafen. Und die Junge, die ist halt ein Australian Shepherd Terrier Mix, sehr quirliger Hund. Und die liebt jede Form der Abwechslung. Also jeder Weg, den wir anders laufen, jeder neuen Trick, den sie lernen kann, das liebt sie total. Das ist einfach ein bisschen charakterbedingt. Mhm. Woran merke ich eigentlich als Hundehalter, wie intelligent mein Hund ist und wie lernfähig? Ja, die Frage ist, wie definieren wir Intelligenz? Ne? Wenn wir nur die reine kognitive Intelligenz testen, also wie schnell ist ein Hund lernfähig, dann müssten wir eigentlich mit Hunden testen, die keine Lernerfahrung mit Menschen haben. Und das geht dann gar nicht, weil die so scheu wären. Ach so. Also ich kann im Grunde nur, wenn wir von Intelligenz reden, nur von Kooperationsbereitschaft reden. Und dann gibt es natürlich Rassen, wie zum Beispiel der Border Collie, der sagt, oh, was ist die nächste Aufgabe, was ist die nächste Aufgabe, was kann ich für dich tun? Mm-mm. Der gilt als sehr intelligent, für mich ist der nur sehr kooperationsbereit. Dann haben wir klassische Herdenschutzhunde, ein Kangal. Wenn du dem ein Bällchen schmeißt, denkt er, ja gut, wenn du nicht mehr brauchst, kannst du wegwerfen, aber mich betrifft das nicht. Ne? Das heißt aber ja nicht automatisch, dass der blöd ist. Deshalb ist es immer sehr, sehr schwer. Ich sehe nur bei meinen Hunden, dass die auch sehr unterschiedlich kreativ sind. Mhm. Ich habe bei uns, wir haben so einen Komposthaufen und da geht so eine Schwingtür auf. Die Hunde schieben das manchmal mit der Nase auf und fressen sich voll. Und dann wollte ich wissen, was machen die, wenn ich das Scharnier umbaue? Und die Alte, die Abby, die kam morgens da an, dumm, boah, mit dem Kopf dagegen. Und dann so richtig so, ja, zu.
Kein Plan B. Und bei der Emma ist sofort los, alles klar, ich hole Werkzeug aus der Garage, ich baue das Ding wieder um. Die probiert so lange aus, bis die eine Lösung hat. Das heißt, der eine Hund ist sehr kreativ und der andere etwas weniger kreativ. Ja, interessant. Also das Programm, dein Konzept, nachdem du Hunde behandelst und nachdem auch alle deine Schulen arbeiten, heißt ja Dogs. Das hast du dir vor langer Zeit ausgedacht. Was ist das eigentlich? Was ist das für eine Methode? Also Dogs steht für Dog Oriented Guiding System, ein am Hund orientiertes Führungssystem. Was ich damit sagen will, ich war früher als Anfänger und als ganz junger Mann sehr genervt von Hundeplätzen. Da waren immer 10 Hunde im Kreis, Sitz, Platz, Fuß, alle sollten zeitgleich dasselbe tun. Aber die Hunde waren sehr unterschiedlich. Da gab es einen Ängstlichen, der sagt, oh Gott, der schreit so laut, Sitz, ich will mich verstecken. Der Nächste sagt, nee, ich will rennen. Der Nächste sagt, ach, Sitz kenne ich ja schon. Also haben wir gesagt, das ist ja nicht richtig. Jeder Hund hat eine eigene Persönlichkeit. Und jeder Mensch, der da kommt, hat ja auch eine eigene Persönlichkeit. Also haben wir gesagt, wir müssen erstmal Hund und Halter ganz intensiv kennenlernen. Es gibt immer Einzeltraining. Wir beobachten immer genau, was ist für diesen Hund gerade richtig. Das bedeutet, ich kann Hund 1 raten, füttern Sie diesen Hund immer und ausschließlich unterwegs. Bei Hund 2 könnte ich sagen, um Gottes Willen, niemals unterwegs füttern. Also es ist sehr flexibel und sehr individuell. Mhm. Kann man sagen, dass dein Bühnenprogramm, das ja ganz klein angefangen hat vor langer Zeit und immer größer geworden ist und dann mittlerweile im Fernsehen auch funktioniert, kann man sagen, dass das ein Einstieg ist für Menschen, die denken, mit meinem Hund läuft was falsch? Na, inzwischen ist es so, dass die Leute wissen, wenn ich da hingehe, dann gucke ich 2 Stunden in den Spiegel. Und die Leute sitzen auch manchmal da und sagen, scheiße, der hat bei uns im Garten rumgelungert. Das ist doch genau wie bei uns. Und ich merke auch, dass die Leute sehr interaktiv sind. Die stupsen sich an und sagen, siehste, sagt der Ritter doch, sollst du nicht und so. Letztlich ist das ein bunter Abend. Die Leute kriegen viele Informationen. Aber natürlich kann man dadurch nicht deren Erziehung auf den Kopf stellen. Mhm. Das ist dann wirklich mühseliger. Und dann muss man zum Einzelunterricht kommen. Oder auch in Gruppenstunden geht das ja bei uns auch dann manchmal. Aber letztlich geht es darum, dass die Leute sich gut unterhalten fühlen und viele Informationen bekommen. Und das kriegen die schon. Wir gucken mal kurz rein in das Programm Nachsitzen, das übrigens brandneu auch auf DVD gibt. Katze. Hat jemand von euch so ein Tier? Was ist mit euch? Warum seid ihr denn hier? Ha? Ich weiß, ihr wolltet einmal unter Menschen sein, die wirklich geliebt werden von ihrem Tier. Ne? Hund und Katze haben unterschiedliche Lebensphilosophien. Ein Hund denkt über seine Menschen. Sie füttern mich, sie streicheln mich, sie lieben mich, sie müssen Götter sein. Eine Katze denkt, sie füttern mich, sie streicheln mich, sie lieben mich, ich muss Gott sein. Ja. Sehr unterschiedliche Weltanschauungen, die beiden Tiere. Aber kann man denn auch beide mögen oder kann ein Hundeliebhaber kein Katzenliebhaber sein? Ach nein, ich frotzel ja da so extrem. Ich kriege dann auch manchmal böse Briefe von den Katzenleuten. Aber letztlich, wir selber haben bei uns, wir wohnen auf dem alten Reiterhof und da turnen auch 4 Katzen rum. Und die kuscheln und kraulen wir auch mal und so. Trotzdem ist der Hund natürlich sozial betrachtet viel enger am Menschen. Der Hund ist das einzige tierische Lebewesen, was einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner ansieht. Also der Hund weiß, du bist kein Hund, aber du kannst genauso wichtig werden wie ein Hund. Und eine Katze denkt einfach nur, weißt du, gib Futter und leck mich einfach, weißt du. Also da gibt es auch Studien drüber. Eine Katze trauert nicht eine Hundertstelsekunde einem Menschen nach. Ich weiß, dass es jetzt wieder Zuschriften gibt, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Katzen habe. Aber letztlich, ja. Das ist halt nur eine Katze. Eine andere Welt. Ja. Sitzen eigentlich da mehr Frauen in deinem Publikum? Ja, es sitzen deutlich mehr Frauen. Und die Männer, die da hinkommen, sitzen auch nicht freiwillig da. Denn meistens bleibt die Erziehung an den Frauen hängen. Und dann sagen die so, Junge, ich gehe immer in die Hundeschule und heute Abend gehst du mit. Bei den Männern spricht sich aber schnell rum. Da gibt es Bier in der Pause, es ist relativ warm, der Ritter macht auch mal einen Witz. Infolgedessen sind die eigentlich gut bedient. Spannender ist für mich, dass viele Leute kommen, die gar kein Haustier haben. Das heißt, dann sitzen da 25-30% der Menschen, die haben kein Tier. Ja. Und die sitzen da entweder im Schlepptau von Hundehaltern oder weil sich rumgesprochen hat, das kann man auf Kindererziehung übertragen. Ich kann diese Erziehungstipps auf meinen Mann anwenden. Und das ist eigentlich ein sehr buntes Gemisch und macht großen Spaß für mich auch. Und du bist ja auch immer wieder, also lässt dich mal anregen durch aktuelle Dinge, die dir passieren. Die baust du dann gleich ein in der Stadt, in der du gerade bist. Total. Ne? Also ich gehe ja immer, ich lasse mir immer vorher von den Veranstaltern sagen, wo ist hier die Hundewiese, wo die Leute sind. Und ich gehe da rasend gern spazieren, weil ich da mit den Leuten ins Quatschen komme. Und die erzählen mir dann Dönekes, die kann man sich kaum vorstellen. Und meistens starte ich das Programm auch damit und sage, guck mal, das habe ich heute hier am Volkspark oder so erlebt. Und das sind meistens lustige Sachen. Sind die auch stolz? Wollen die dir, hat das so einen Vorführeffekt? Wollen die dir zeigen, dir, dem Martin Rötter, guck mal, wie gut ich meinen Hund im Griff habe? Immer, wenn jemand mit einem Hund kommt, kommt er sofort zu mir und auch schnurstramm. Und dann kommt einmal,
Sitz. Und dann kommt dieser Blick so nach dem Motto, wer braucht dich schon? Ja? Es ist schön, dich zu treffen, aber dieser Hund ist ein Genie. Und das ist herrlich. Und dann denke ich auch manchmal, ja, was soll ich jetzt sagen? Der Hund ist 8 Jahre und kann schon Sitz. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ne? Zum Schießen. Lecker Pinkel, das würden diese Hündchen vielleicht jetzt auch schon gerne essen, oder? Ja, die schieben sich alles rein. Ja. In dem Alter sagen die, komm, gib alles her, was essbar ist. Das sind so extrem süße, 8,5 Wochen alte Schäfer, weiße Schäferhundwelpen. Martin, du sagst ja, man kann einem Hund schon früh ansehen, also man sieht, welcher Hund zu welchem Menschen passt. Ja. Was erkennst du denn an so kleinen Hündchen? Also die Züchter kennen ihre Welpen, wenn sie seriöse Züchter sind und keine Hundevermehrer, dann kennen die ihre Welpen genau. Die können die auch alle auseinanderhalten, ohne Halsband und so. Und die wissen dann auch, das ist ein sehr eigenständiger Hund, das ist ein sehr gemütlicher Hund. Und hier sieht man ja schon, hier sind in dem Stroh überall so kleine Futterbröckchen verteilt. Hier sind die alle auf Futtersuche. Es kann ein Zufall sein, aber hier liegt einer dick in der Mitte und sagt, ich liege und fresse. Ja. Da draußen läuft jemand rum und sagt, ich gehe mal erkunden und fressen. Kann ein Zufall sein. Wenn ich das aber mehrmals beobachte, stelle ich schon fest, der ist dann eher vom Typus her ein bisschen phlegmatischer, sag ich das mal. Yeah. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich brauche aber einen, der richtig Dampf in der Hupe hat, ist der nicht geeignet. Genauso ist es, dass die mit dem rosanen Halsband, die ist jetzt zweimal schon komplett durch die Gruppe gelatscht. Also auch auf die anderen getrampelt und sagt, hier, bomm, da bin ich. Das wirkt für mich als sehr unverschämt. Und sagt, so, jetzt hier bin ich aber. Das kann sich alles noch verändern. Aber trotzdem sehe ich in dem Moment schon Charaktereigenschaften. Schau mal. Hier steht ein Hund mit dem Schwanz ganz weit nach oben. Ja. Ja, guck mal, wie die Rute nach oben gebogen ist. Ja. Hier steht ein Hund, der hat den Schwanz ziemlich weit unten. Auch das können Anzeichen sein. Was hat das zu bedeuten? Es könnte sein, dass dieser Hund sehr selbstbewusst ist und sagt, so, hier ist der dicke Macker. Und hier ist einer, der sagt, nee, ich lasse die Rute unten, ich will hier gar nicht groß auffallen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eine Momentaufnahme. Kann sein, dass der Züchter oder Züchterin denkt, ah, labert der Ritter. Aber hier in der Situation kann man schon, guck mal, sie hockt sich einfach auf den drauf, mir doch wurscht. Stimmt. Ja. Ja, guck mal. Und der andere hält es auch aus. Ja, auch eine Charaktereigenschaft. Mhm. Trotzdem muss man vorsichtig sein, man darf als Trainer nicht den Fehler machen und sagen, dieser eine Moment, der sagt alles aus. Wenn ich Welpen teste, teste ich den in den ersten 6 Wochen etwa 6 Mal. Und dann habe ich irgendwann ein Bild. Schau mal, auch sie. Na, sie sagt, oh, wo ist die Mama, ich will hier raus. Ja, hat sie eben auch schon gemacht. Ne, sehr aktiv, zeigt Erkundungsverhalten. Hörst du das Geräusch? Das ist ein Hund, der schnell frustriert ist, mault und sagt, ich will hier raus. Ich will jetzt hier raus. Hör mal. Gib mir, Mama, wo bist du? Ich will hier niemals raus. Als Einzige macht sie das. Ne? Die ist sehr lebhaft, was sogenanntes Explorationsverhalten angeht. Die erkundet die Welt. Ja, und du sagst ja, also du bietest ja Menschen, die sich einen Hund zulegen wollen, an, kostenlos erstmal herauszufinden, welcher Hund passt zu mir. Und das wird offenbar gar nicht so sehr wahrgenommen. Nee, das ist das Verrückte. Wir haben in Deutschland inzwischen 100 Schulen und vergeben etwa 100.000 Trainingseinheiten im Jahr. Und die kosten natürlich, die Menschen leben davon. Aber eine Sache bieten wir gratis an und das ist die Auswahl des Hundes. Also zu sagen, welcher Hund passt zu mir. Und wir vergeben gerade mal 10 Gratisstunden, weil die Menschen das nicht tun. Und genauso ist es so, dass jetzt haben wir zwar hier Rassewelpen, aber trotzdem finde ich, wenn man sich einen Hund anschafft, dann ist oberste Pflicht, erstmal ins Tierheim zu latschen und zu gucken, ist da nicht ein Hund dabei, dem ich eine zweite Chance geben kann. Ach so, ja, beide klar. Hunde, die ich habe, sind Secondhand. Die alte Abby hat 6 Jahre in einer anderen Familie gelebt, ist dann entsorgt worden, als ganz schwer vermittelbar. Dieser Hund ist nur nett den ganzen Tag. Mhm. Also ich verstehe das, wenn man eine Schwäche hat für einen Rassehund, aber ich finde auch, dass man mal ins Tierheim latschen sollte. Wie würde ich denn jetzt, ich hatte eben einen auf dem Arm, wie würde ich denn merken, mag der mich oder könnte der eventuell von seinem Verhalten zu mir passen? Also ich jetzt wirklich. Männer und Frauen suchen sehr unterschiedlich aus. Frauen gehen zu den Welpen, setzen sich auf den Boden und der Erste, der angerannt kommt, der hat mich ausgesucht. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Hast du schon ganz oft gehört. Ja, vielleicht ist er nur rotzfrech, vielleicht ist er nur neugierig. Die Männer, die machen dann auf cool, dann stehen die so da. Der mit dem dicken Kopf, den nehmen wir. Ne, die wollen einen Rüden mit so einem Bollerschädel, der noch so läuft. Das heißt, es ist eine sehr unsachliche Auswahl. Ich kann nur raten, wenn ich einen Rassewelpen kaufe und ich gehe zu einem seriösen Züchter, dann vertraue ich dem Züchter. Der soll sagen, welcher Hund passt zu mir. Der kennt seine Welpen. Sobald aber ein Züchter mehrere Rassen anbietet und sagt, ach, bei mir kriegen sie einen Dackel, einen Schäferhund und einen Mops, Finger weg.
Das sind in aller Regel massenproduzierte Welpen, die in aller Regel todkrank sind, die nicht vernünftig versorgt werden. Das hier sind Hunde, die sind liebevoll aufgezogen, das Muttertier ist dabei, die Züchterin kennt sich aus, die sorgt auch dafür, dass die nicht einfach jetzt hier hocken. Die Hunde sind seit heute Nachmittag hier. Direkt neben der Kamera. Und die Hunde sind seit heute Nachmittag hier im Studio. Die wurden akklimatisiert und so. Ne? Also deshalb, erster Weg ist immer Tierheim, finde ich. Und wenn man dann sagt, na, muss ein Rassewelpe sein, dann bitte über den VDH. Ja, ja, komm mal hier. Ich würde dir sogar einmal nehmen. Ja, nimm doch. Ja, sag mal, und du sagst ja auch, du bist ja für einen Hundeführerschein. Ne? Auf jeden Fall. Du sagst Fall. Aber, den sollte man nicht erst machen, wenn man den Hund hat, sondern eben auch schon vorher. Ne? Total. Ich finde, dass der auch gesetzlich Pflicht sein sollte, dass Menschen aufgeklärt werden, bevor sie sich einen Hund anschaffen. Guck mal, wie verrückt, in Deutschland musst du für jeden Mist ein Zertifikat haben. Ich meine, wenn du angeln gehen willst, musst du einen Angelschein machen. Ich meine, es ist ja schön, dass der Angler dann weiß, welcher Fisch hängt da am Haken. Aber der Angler ist ja statistisch keine Bedrohung für die Gesellschaft. Ein Hundehalter kann das werden, aus Unwissenheit. Und deshalb wäre ich dringend dafür, dass ein Hundeführerschein Pflicht ist vor der Anschaffung eines Hundes. Ja, das würde einem auch selbst viel Ärger, dem Hund viel Ärger und auch dem Menschen viel Natürlich. Ärger. Natürlich. Ich weiß dann, welcher Hund passt zu mir, wie sind die Grundlagen. Und ich meine, Hundetraining ist keine Raketenwissenschaft. Das geht schon, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Ja, ganz klar. Ich höre aus allem, was du sagst, immer raus, man braucht Zeit. Ne? Ja. Man muss sich intensiv einlassen auf so ein Tier. Und kann nicht denken, das ist irgendwas, was schnell zack, zack. Das ist nicht im Vorbeilaufen gemacht. Und mit dem Hund zusammenzuleben ist wirklich sensationell schön und kann wahnsinnig viel Spaß machen. Es ist eine Bereicherung für die Kinder und ganz ehrlich, ich habe meine Hunde auch auf Tour dabei, weil das ein Stück zu Hause ist einfach. Die sind tolle Begleiter für mich. Ich muss aber im Kopf haben, dass ich nicht nur meine Bedürfnisse stille. Die sollen nicht nur funktionieren. Fair ist auch, wenn ich deren Bedürfnisse stille. Und viele Menschen haben gar nicht das Bewusstsein, wie zeitaufwendig das ist. Mhm. Wird man ein besserer Übrigens, ja. Der ist bis jetzt sehr ruhig bei Ganz dir. Ganz ruhig. Das ist mir, denke ich, die ganze Zeit schon. Ja, es ist Liebe. Ich hatte ja eben schon zwei andere und die waren ganz anders. Ja, ja. Ganz anders verhalten. Aber auch das kann Momentaufnahme sein, aber jetzt fängt er auch an zu nörgeln. Jetzt fängt er an zu weinen. Und was ist dein Impuls jetzt, wenn er nörgelt? Ja, ich denke, es geht ihm nicht gut. Was würdest du tun jetzt? Ich würde ihn runterlassen. Ja, und wenn du ihn jetzt runterlässt, hat er gelernt, solange ich schnauze, kriege ich meinen Willen. Das heißt, auch da, du tust ihm nichts Schlimmes, aber ein Hund muss auch lernen, halt mal für einen Moment aus. Deshalb würde ich ihn jetzt, wenn ich du wäre, festhalten. Und wenn er zur Ruhe kommt, dann setze ich ihn wieder runter. So hat er gelernt, okay, halt mal die Füße still. Okay, das ist so wieder interessant. Ich finde ihn so süß. Also ich wette übrigens, Martin, Rainer Sass, unser Koch, ist ja auch Riesenhunde-Fan. Der hat eine kleine Linda, einen Jack Russell. Also ich wette, er sitzt mit Linda jetzt vorm Fernseher und er hängt an den Lippen von Martin Rütter. Und jetzt hängen wir erstmal an seinen, es gibt nämlich lecker Schweinefilet. Halt fest! Das sah wieder sehr lecker aus. Also Rana hat ja diese, Linda ist ja ein Jack Russell und ich glaube, die ist sehr schwer zu erziehen. Ah, der Jack Russell hat schon richtig Power. Ja. Richtig Power. Tolle Hunde, aber die muss man schon ordentlich beschäftigen. Jetzt nagt er an meinem Fuß. Ja. Das ist aber wieder, ist ja, das ist sie. Das ist wieder diese. Genau. Ich meine, die haben ja noch Milchzähne. Das heißt, die haben jetzt wirklich ein ganz starkes Bedürfnis zu nagen. Bedeutet, so einem Welpen muss man auch viel Möglichkeit geben zu kauen, damit er eben nicht Schuhe anfrisst. Entsprechende Kauartikel hinlegen. Ach so, verstehe. Ich wollte einmal sagen, hier nachsitzen, das ist das Programm von Martin Rütter. Du hast ja nicht nur deine Sendung, also deine Hundeprofi-Sendung, du hast ja auch VIP-Hundeprofi mit diesen Promis. Sind die eigentlich neurotischer? Ist es schwieriger im Umgang mit den Hunden bei diesen Menschen, die ja doch sehr auf sich fixiert sind? Nein, also das ist eigentlich das Spannende an der Sendung, dass ich meistens die Prominenten ganz echt erlebe. Ja. Dass die keine Rolle mehr spielen. Die sind dann nicht mehr Schauspieler, Moderator, Sänger, sondern die sind dann Hundehalter. Und das macht für mich auch den Charme aus, ein bisschen an die ranzukommen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten von denen sind dann sehr authentisch. Ja, ich glaube, die Ladies, die wir jetzt sehen, die gehören zu den Ausnahmen. Komm, jetzt entführen wir dich. Okay, oh ja, jetzt die muss ich. Die kleinen Pudelchen warten schon so lange auf dich. An jedem Mann, vor jedem Mann, da macht er wow, wow. Oh wei, oh wei, oh wei. Der beißt nicht. Aber erschreckt ist doch noch nie gebissen. Wie der hat noch nie gebissen? Nee, der macht nur immer, der erschreckt die Kinder. Worum es für mich eigentlich am allermeisten geht, ist zu testen, warum beißt Snoopy eigentlich Menschen und in welchen Situationen. Ich komme mal jetzt hier von der Seite und fange mal an, hier so zu titschen. Ne? So. Snoopy! So, und das ist Snoopy, genau, Piepenschnurz, egal. Ne? Physiotherapie, die Leslie nicht mehr auf den Arm nehmen, wenn die andere Hunde ankläfft. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, also irgendwie wirktest du etwas gestresst mit den Jakobs-Sisters. Ist der Eindruck richtig? Ich kann dir nur sagen, normalerweise drehen wir 4 Tage.
also über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten, damit die Menschen auch trainieren können und so weiter. Und da habe ich nach 2 Tagen gesagt, ganz ehrlich, Mädels, ich bin raus aus der Nummer, beim Sender angerufen und gesagt, ganz ehrlich, die brauchen anderen Therapeuten als mich, ich kann da nichts mehr machen. Die waren so chaotisch, lustig dabei. Ne? Wir haben im Kölner Stadtwald trainiert, die sollten Hunde trainieren, die sind einfach singend um die Häuser gezogen. Ich konnte die gar nicht stoppen, das war unfassbar. Ich habe die hinterher getrennt, habe gesagt, ich befrage sie jetzt einzeln voneinander. Ja, also Wahnsinn. Die sind wirklich sehr, sehr anstrengend. Habe ich hier auch schon extrem erlebt. So, einen Hinweis muss ich noch machen. 24. Oktober, ja? Also läuft, bist du zum nächsten Mal bei... Ich glaube, 24. November. November, oh Gott. In Hamburg? Nee, bei Vox. Ach, bei Vox. Ach so, ich dachte mit der Live-Tour. Oktober und die Live-Tour müssen Sie auf seine Homepage gehen, um die Termine zu sehen. Leider ist die Sendung schon zu Ende. Ich verrate Ihnen schnell, wer morgen kommt. Morgen kommt nämlich Alexander Klavs. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Deutschland, sucht den Superstar. Jetzt ist er Musical-Star. Schönen Abend noch. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Ganz herzlichen Dank, Martin. Danke ebenso. Jetzt gucken wir nochmal.